Weil dann hat Amerika auch elektronische Wahlzählmaschinen eingesetzt. Dasselbe ist uns in Deutschland dann auch passiert. Bei der letzten Bundestagswahl, überhaupt bei der letzten Wahl, da gab es auch elektronische Wahlzettelmaschinen. Und Angela Merkel ist auch schon wieder gewählt worden, obwohl andere statistische Umfragen ganz andere Ergebnisse abgeliefert hatten. Also in unserer Welt ist vieles unterwandert worden. Und da die Wahrheit uns freimachen wird, werden wir es als Volk, als Menschheit schaffen, die Welt vor dem Bösen zu retten.